Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich stelle euch heute den Bilker Taschenmesser Magnum Rainbow Balisong Kapselheber vor. So ist die offizielle Bezeichnung und dabei handelt es sich um einen Flaschenöffner in einem Design, das einem Butterfly-Messer ähnelt. Butterfly-Messer darf man ja nicht besitzen und so weiter, sind hier illegal. Aber das Ganze wurde nett gemacht, also umgesetzt, um ja, einen Flaschenöffner daraus zu machen. Und das Ganze kostet 21,40 € auf Amazon, Link ist in der Videobeschreibung, also an erster Stelle. Gesamtlänge davon ist 21 cm, ausgeklappt, und das Gewicht 137 Gramm. Damit ist er ziemlich schwer. Man hat ja sowas eigentlich dabei, ich sag mal in der Jackentasche oder so. Und da könnte das stören, kommt immer drauf an. Aber wenn man ihn zu Hause liegen hat, ist es ja egal. Also er ist relativ schwer. Ja, packen wir das Ganze mal aus. Erstmal die Verpackung und dann noch diese Metallbox. Sieht sehr nett aus. Was sind wir drin? Gratulation zu Ihrem Bürgermesser. Messer, ja genau. Da könnt ihr nicht mal einen extra Zettel drucken. Das ist ja kein Messer. Was soll's. Übrigens zur Verpackung und Versandzeit von Amazon ist ja ein Prime-Artikel, also wird schnell versandt, wenn man Amazon Prime hat. Und ja, Verpackung hat natürlich gestimmt. Die frustfreie Verpackung, dann ist alles sehr nice. So, das ist das gute Stück. Diese Farbe, die ist echt Geschmackssache. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich habe euch in der Beschreibung auch nochmal das Modell in Schwarz verlinkt, also für die, denen das besser gefallen würde. Kostet etwa dasselbe und ist im Prinzip dasselbe Produkt. Aber mir hat das hier besser gefallen, weil ich das Metallische haben wollte und kein Lack. Das sieht einfach nur geil aus. Finde ich jedenfalls. Also sieht auf jeden Fall aus wie so ein Butterfly, wenn man es so in der Hand hält. Sieht hier ein bisschen das rausragen, das ist ja normal. Aber ist nicht schlimm. Sehr wertig und sehr schwer. Mächtig ist das Ding. Kann man euch zuhauen, aber muss man ja nicht machen. Ist ja wie gesagt nur ein Flaschenöffner. Und wenn euch die Bullen kontrollieren, wenn die das von Weitem sehen, wenn ihr vor dem Hauptbahnhof euer Bier trinkt, dann macht ihr das Ding einfach auf und zeigt denen, was es ist. Gibt es auch keinen Ärger. So, das ist der Mechanismus. Alles ziemlich massiv gemacht. Ich glaube, das hält auch eine Weile. Über den Preis kann man sich streiten. Sind 21,40 € viel für einen Flaschenöffner? Ja, für einen Flaschenöffner ja, aber für das, was es ist, ist es okay. Sehe ich jedenfalls so. Dann steht hier unten 440 Stainless, also das ist der Stahl, der verwendet wurde. Und nochmal Magnum bei Bölker. Sieht man nochmal sehr schön diesen metallischen Look. Fingerabdrücke nimmt es zwar an, aber lässt sich leicht abwischen. Also ja. Und das Ding hält auch ein bisschen was aus, also das zerkratzt irgendwie so leicht. Auf jeden Fall cool gemacht. Ich kann jetzt keine Butterfly-Tricks hier irgendwie, um euch das zu zeigen, aber so funktioniert denn das Ganze. Klappt man das aus. Muss ein bisschen zudrücken. Und dann schnappt es auch hier ein. Und das ist das ganze Ding hier. Sieht geil aus. Aber funktioniert es denn auch? Und dann kommen wir mal zum Test. Hier ist eine Bierflasche. Handelsüblich und ungeöffnet. Du 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 du. Oh, wie blöd von mir. Nee, war natürlich Blödsinn. Also, ist ein ganz normaler Flaschenöffner. Funktioniert aber sehr geil, weil der so lang ist. Also, aufgrund der Hebelwirkung kriegt man damit viele Flaschen auf. Ich könnte euch einen ganzen Kasten jetzt öffnen, aber ich habe mir gerade das zweite Bier geöffnet. Da hinten steht ja schon eins. Jetzt muss ich die alle leer saufen. Oh. Nee, ist natürlich alkoholfrei. Alkohol ist uncool. So. Ja, das ist der Flaschenöffner. Den wollte ich euch unbedingt mal vorstellen, weil das wirklich ein richtig cooles Teil ist. Also, den werde ich jetzt immer mal mit dabei haben. Man sieht auch hier, wäre der, ich sag mal in Anführungsstrichen, billig, würde man hier Abnutzung sehen, aber hier sieht man nicht mal einen kleinen Kratzer. Also, wie gesagt, 440er Stahl ist schön hart und beständig, also an dem Ding werdet ihr lange Freude haben. Ist auch ein netter Gag, so ein Geschenk hier für einen Kumpel oder einen Freund, so. Einfach so mal zum Geburtstag oder kleine Aufmerksamkeit. Das Ding ist verdammt cool. Jo, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst für das Video und ja, abonnieren, wenn ihr mehr wollt. Schaut mal meine anderen Videos rein. Ich stelle viele verschiedene Produkte vor. Bin immer ehrlich, wenn ich was sage, wenn mir irgendwas nicht gefällt.
Dann sage ich das, aber an dem Ding habe ich bis jetzt nichts auszusetzen. Sollte der kaputt gehen oder rosten oder was auch immer, schreibe ich das euch mal irgendwann in die Kommentare. Sollte nichts sein, dann nix. Habt ihr Fragen, stellt sie. Und jo, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Herzberg.